Erdkröte. Herrlich, das am Morgen. Kurz nach 10 Uhr, wir starten von den Ecktannen. Ja, leichter Niesel jetzt bei unserem Start, aber es klärt sich etwas auf. Heute geht es in die Rheinsberger Ecke, je nach Wetterlage, und dass wir das Fußballspiel um 18 Uhr pünktlich erreichen. Ja, kleine Mühe war das. Damit verlassen wir Waren an der Müritz. Das erste Stück ist identisch mit dem, wo wir mit der Stadtradeltruppe hier Anfang April, Mai waren, wann etwa, bei besserem Wetter damals. Und dann geht es entlang der Müritz. Damit kommen wir nach Schwarzenhof, Gemeinde Kargo, hat sich wieder aufgeklärt. Wir hatten jetzt ein kurzes Päuschen gemacht hier in Schwarzenhof, hat geplauscht, jetzt geht's weiter. Hier immer schön durch den Wald, herrlich. Regnet nicht mehr. So macht es Laune. So, jetzt sind wir in Speck. Da, wo ich damals mit meinem Vater in den 80er übernachtet hatte, wo wir die Radtour an die Ostsee gemacht haben. Mecklenburgisches Kopfsteinpflaster. Einfachszene? Ja, hab dich. Herrliche Strecken hier. Hier rechts einer dieser Seen. Ich glaube der Prisecker. Der Prisecker See. Wunderbare Gravelstrecke hier. Lässt sich vom Feinsten fahren. Wir fahren in Böck ein. Mit Pauken und Trompeten. Wir sind jetzt an der Kirche von Böck. Das ist die Kirche von Böck. Mal jetzt die Ostseite der Müritz umfahren. Allerdings nicht ganz auf dem Weg, den ich wollte. Naja, macht nichts. Mal über Speck gekommen. Naja, ganz einfach. Hier hinten die Kirche.
Firma dieser Bus Shuttle Service und die Fahrräder transportieren lassen. Herrlicher Mond hier am Wegesrand. Da geht's weiter nach Rechlin. Wir erreichen jetzt Böker Mühle. Und gleich im Anschluss Wolterschleuse. Kommt das eigentliche Rechlin? Hier ist die Trafostation, schöner Imbiss, Radlerrast. So, an der Badestelle Milli machen wir hier an der Radlerrast kurze Pause in Rechlin. Mit Süd 30, zwischen 30 und 40 Kilometer weg, läuft. Kommen wir hier am ehemaligen Flugplatz vorbei in Lerz. Jetzt Festivalgelände. Einer der zahlreichen Verbindungskanäle und hier Lerz. Mal weit nach Zempo und in die Rheinsberger Gegend, denn so Waldland Brandenburg. Willkommen in OPR, sind wir wieder in Brandenburg. Hier bin ich vor 5 Jahren in entgegengesetzter Richtung gefahren. Heute fahren wir mit Tempo nach Zempo. Genau, wie immer. Das ist Zempo und hier gibt's ein Autokino. So, hier geht's nach Rheinsberg, Fleckenzechlin, in Zempo bei dieser alten Backsteinkirche. Wie gesagt, hier zum Autokino und dann jetzt da lang und hier lang. Ja, kann man sich aussuchen, wa? Wir haben Sonne.
dann gucken wir gleich nach Fleckenzechlin. Fleckenzechlin. Jetzt möchte ich hier runter, aber zum Glück haben sie so einen Streifen gemacht. Bis gleich. So, an altbekannter Stelle in Fleckenzechlin mit dem herrlichen Ausblick hier auf den See. Oh, das sieht auch geil aus, die Farben hier. Rechts sind grüne. Ja, das ist hier ein alter Bahndamm, wo wir jetzt fahren. Und das rollt. Herrlich. Dorfzechlin. So, wir kommen nach Lino und hier in der Nähe ist der Campingplatz, wo wir hin wollen. Geht noch mal schön durch den Wald. Ja. Warentin erreicht. Unser Zielort für heute. Ja, das ist der Campingplatz hier. Schön am See liegen. Wunderbar. Unser Kopfsteinpflaster. Herrlich. So, den Campingplatz haben wir erreicht. Wunderbar gelegen hier am Wasser. Haben wir eine Sitzmöglichkeit. Anmeldung ist hier von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Und die Temperaturen hat man uns auch angeschrieben. Beides 18. Wasser und Sonne. Haben wir mal wieder geschafft. Super. So, unsere Zelte stehen. Sonne ist draußen. Beste Bedingung. Top Plätzchen wieder. Und heute Abend Fußball in Deutschland. Unten am Wasser lassen sich die Gänse der Dude gehen. Eine ganz große Gänsefamilie. Oh, Mittwoch, wir gucken Fußball. Aber das war übrigens auch auf dem Handy. Und es steht 1-0 und der Carsten freut sich. Nicht. Ach, es steht noch nicht 2-0. Achso, das war sein Tipp, ja. Ja. 2-0. Ich hatte 3-1 getippt. Aber wir hoffen, dass erste 3-0 fällt und dann erst.
Ehrentor für die Ungarn. Gönnen wir ihnen. Ehrentor. Und da unten lauern die ungarischen Gänse. Aber das wird euch nicht bringen. Ihr landet da hinten. Auf dem Grill. Kein Film für Veganer. So. Heute Abend hier in Warentin. Ein herrlicher Sonnenuntergang. Gut, das ist ein bisschen durch die Bäume verdeckt. Aber wunderschöner Zeltplatz hier, naturnah. Gut, jetzt bellt gerade ein Hund. Aber ansonsten sehr ruhig hier. Wunderbar.